Heute das Spiel gegen den Mariendorfer SV. Wie hast du das Spiel gesehen? 2:2 gerechtfertigtes Ergebnis oder hättest du dir mehr gewünscht? Ich sag mal, wir hätten uns nicht beschweren können, wenn wir das ein oder andere Tor noch kassiert hätten. Aber ich sag mal, im Großen und Ganzen nach 90 Minuten ist das 2:2 schon in Ordnung gegangen. Ja, leider kurz vor Schluss das Tor kassiert. Mein passiert im Fußball, wenn wir unsere Chancen nutzen, geht das Spiel ganz anders aus. Aber ansonsten, mit dem Punkt können wir zufrieden sein, müssen wir zufrieden sein. Wir brauchen jetzt jeden einzelnen Punkt, um da wirklich in der Kreisliga B drinnen zu bleiben. Aber ja, ich denke mal, es sollte kein Problem sein. Wir haben eine starke Mannschaft in der zweiten Herren. Von daher geht der Punkt schon in Ordnung. Wie hast du die Mannschaft heute erlebt? Also die Mannschaft, muss ich heute echt sagen, die hat echt kämpferisch sehr gut agiert. Wir haben, wie ich eben gerade schon sagte, unzählige Chancen gehabt. Wir haben es einfach nicht gemacht. Aber ich denke mal, wenn wir weiterhin dranbleiben mit der Mannschaft, die wir heute auf dem Feld hatten, sollte es eigentlich kein Problem sein. Und ja, es war einfach eine kämpferische Leistung. Leider hat am Ende das Quäntchen Glück gefehlt. Ja, kann man nichts machen, ist halt so im Fußball. Was erhoffst du dir für die nächsten Wochen? Für die nächsten Wochen erhoffe ich mir sehr viel. Also wir wollen weiterhin Punkte sammeln. Wir müssen Punkte sammeln und ich denke mal, die Mannschaft hat das Zeug dazu. Und wir brauchen einfach Siege, Siege, Siege. Vielen Dank. Bitteschön.